Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brotato. Ich bin absoluter Anfänger, wie ihr seht, ja, ich habe ein bisschen was freigeschaltet, ja. Aber ich komme nicht über die erste Schwierigkeit hinaus. Also, den hier haben wir einmal geschafft mit dem Normalo. Und, ja, wir wollen die Schwierigkeit 1 schaffen. Und dafür brauche ich eure Hilfe, Leute. Eure Hilfe und ihr müsst mich ein bisschen wegziehen. Was mache ich für Fehler? Was mache ich gut? Gehe ich auf die richtigen Dinge? Das sind so Sachen, Leute, da müsst ihr mir einfach helfen. So, Fernkampfschaden. Fernkampfschaden wollen wir haben. Wir wollen Angriffstempo haben. Wir wollen auf keinen Fall irgendwo ins Negative gehen. Wir wollen MP, wir wollen das. Wir holen uns jetzt erstmal MPs und normale Pistolen. Und wir müssen auf Schaden und Fernkampfschaden gehen. Bio ist Schaden. Fernkampfschaden. Und dann habe ich. Guck mal hier. 5% Schaden. Wir nehmen erst Schaden. So, Reichweite brauchen wir nicht. Glück wäre ganz cool. So, dann nehmen wir noch eine Waffe mit. Chance von 25% einen zufälligen Gegner. Schaden zu verfügen, wenn er stirbt. Jo, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall nichts Negatives, ne? Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt zum... Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt zum Movement, ne? Leute, ich bin dabei. Spielberg, ne? Bildwerk im Vollbild. Ein bisschen runter, so vielleicht. Ist immer noch sehr laut, oder? Egal. Da müsst ihr durch, Leute. Da müsst ihr durch. So. Reichweite brauchen wir nicht. Oh, wir können das sogar neu würfeln. Okay, 12% Schaden nehmen wir mit. So, Max LP, Schaden nehmen wir mit. Let's go. Mal ein Stat im Negativen. Na, Crit Chance. Ist die Frage, brauchen wir Crit? Weiß ich nicht. Wir scheißen jetzt mal drauf. Wenn wir Crit brauchen, wie gesagt, gerne in die Kommentare, Leute. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Vielleicht mache ich ja auch schon ein paar Sachen gut. Vielleicht bin ich einfach nur schlecht. Das kann ja durchaus auch sein. Aber wir versuchen es. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt funktioniert. So, Max LP. Ich glaube, Max LP ist noch vor allem anderen geil, ne? So. Guck mal, hier hätten wir dann schon 50%, ne? Oder zweimal 25%, sagen wir mal so. Pistole, nehmen wir mit. So, jetzt noch eine MP wäre cool, ne? Drei Pistolen, zwei MPs. Das wäre ein Träumchen. Also wie gesagt, nicht genau, wie ja, genau das mit dem Reroll funktioniert. Also, muss ich rerollen? Soll ich rerollen? Macht das Sinn zu rerollen? Die Potato Community war
überbringen kann. So, Ernteschaden. Schaden nehmen wir mit. Fernkampfschaden nehmen wir mit. 1 LP durch Verbrauchsgegenstände wiederherstellen. Plus 1 LP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt. Ich nehme das mal mit. Okay, so jetzt fangen wir schon an, unsere Waffen abzugraden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, Leute. So, wir sind Level 6 und haben noch keinerlei Probleme. Aber die Probleme kommen ab Level 10. Oft. Zumindest oft. Nicht immer, aber oft. Mitnehmen sollen. Okay. Angriffstempo. LP-Generation ist, glaube ich, ganz cool. So, MP nehmen wir mit. Rüstung Max LP. Den sperren wir mal. Finde ich, glaube ich, cool. So, wie sehen unsere Stats aus? Eigentlich ganz gut. Was momentan negativ ist, ist die Chance. Das brauche ich, glaube ich, aktuell noch nicht so. Ich glaube, Crit ist immer cool, aber wenn man auf Schaden geht und so, ist das, glaube ich, deutlich angenehmer. Ich würde jetzt Crit-Chance einfach mal so interpretieren, dass es halt eine Chance ist, ne? 3% Crit-Chance, das ist halt nix. Deine Angriffe haben... Oh, das ist natürlich böse. Das zieht sogar ab. Das zieht sogar ab. 8 LP Regeneration Rüstung minus 5 Tempo. Den nehmen wir auch mit. So, wir haben jetzt gerollt, Leute. So, LP Generation haben wir jetzt auf 12. Das ist sehr cool. Geheilt. Das ist schon mal sehr, sehr stark. So, ein bisschen mehr Schaden bräuchte ich noch. Ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr HP. Das ist der erste. Easy weggeflext. So, jetzt werden aber halt auch viele Gegner. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Crit-Chance. Ich nehme Crit-Chance mal mit. Einfach nur deswegen, weil ich hier wieder im Positiven bin. So, das sieht jetzt auf jeden Fall gut aus. Ach, ich starte immer mit 50% Leben. Okay. Das habe ich mir nicht richtig durchgelesen. Ich dachte, das wäre einmalig. Aber okay. Okay. Nicht die Nerven verlieren. Kriegen wir irgendwie hin.
Aber ihr seht schon, mir fehlt der Damage. Mir fehlt der Damage. Unbedingt Damage. Mir fehlt der Damage. Wie viel Damage habe ich? Wir haben momentan 25%. So, Tempo, Ausweich, Angriffstempo ist vielleicht nicht schlecht, ne? Können wir reroll mal. Max LP. Fernkampfschaden. 20% Glück. Fernkampfschaden minus 6% Schaden. Ei. Bisschen mehr Glück. Ist ganz gut. Kann man das hier verkraften? Ja, ne? Haben auf jeden Fall 30% mehr Glück. Aber wir brauchen halt unbedingt mehr Damage. Das hilft nichts, wir brauchen mehr Damage. Dann kommt Schaden und Schaden. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Manövrieren. Das ist auf jeden Fall der sichere Tod. Na, ihr seht aber, ich hab jetzt schon so langsam ein Damage-Problem. Das war knapp. Das war knapp. So, Neuwürfel, Crit-Chance brauchen wir nicht, Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Max LP, Angriffstempo. Tempo an sich. Fernkampfschaden endlich. Pistole. EP-Gewinn 100%ige während der nächsten Welle. Plus 50% Gegnerschaden. Nö, gar keinen Fall. Tempo und Reichweite nehmen wir aber mit. So, 8% mehr Damage. Das wollen wir haben, oder? 3%, 3 am Ende einer Welle. Das nehmen wir auf jeden Fall mit und den Köder. Ich glaube, das wäre gut, oder? Mir fehlt der Damage. Mir fehlt der Damage. Tempo ist natürlich gut. Oh, die MP nehmen wir auf jeden Fall mit. Ei, ei, mir fehlt der Damage, Leute. Scheiße, mir fehlt Damage. So, ich hab's jetzt schon mal. Wir haben jetzt schon mal lila, ne? Pistolen, das ist schon mal gut.
schon mal zumindest ein bisschen Damage auf die Lunte hier. Ja, ich muss die Gegner klein halten, ne? Wenn das zu viel wird, überrennen die mich einfach. Das ist ein Riesenthema. Mit 5% weniger Gegner oder so. Das wäre immer super. Heilige Maria. Schaden. 12%, sehr gut. So, wo sind wir denn bei Schaden? 45, sehr gut. So, MP. Dann machen wir mal so. Zack. Minigun. Okay. Wir nehmen das Baby mit. So, an sich ist der Schaden jetzt ein bisschen höher gegangen. Jetzt kommen mal diese Viecher. Muss man jetzt extrem aufpassen. Die machen nämlich übelst Damage. Diese roten Punkte da. Und der da mit dem Hörner auch. Maria. So, Fernkampfschaden, Angriffstempo verwerten. Max LP verwerten wollen wir nicht. Spawnt einen kleinen Kerl, der langsam Durchschlagprojektile um sich herum schießt. Jeweils 10 Schaden verursacht. Keine Erfahrungswerte mit, Leute. Den nehmen wir mit. Dann haben wir den schon dreimal. Du nimmst pro Sekunde Schaden. Oh ne, das machen wir auf gar keinen Fall. Gesicherte Materialien 70. Oh ja. 5 plus Ernte minus 5% Gegner. Sehr stark. So, Handschellen. Fernkampfschaden, Elementarschaden. Den machen wir vielleicht gleich. Fernkampfschaden. Der ist sehr stark. Crit-Chance geht runter und Angriffstempo. Aber ich glaube, das ist okay. Den Schaden wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das ist ein gutes Item für uns. So, jetzt kommen diese komischen Alien-Viecher dazu. Diese grünen. Schaden ist okay. Ich darf halt nicht zu viel Schaden fressen. Welle 14 geschafft. So, ausweichen ist sehr gut. Max LP ist sehr gut. Wir nehmen ausweichen. So. Fernkampfschaden. Das nehmen wir, glaube ich. Wir nehmen den. Die Ernte am Ende einer Welle wird um 8% erhöht. Nicht schlecht, ne?
Auch nicht schlecht. So, macht Sinn, sich in der Mitte aufzuhalten. Wenn die mich halt nicht so krass überrennt, oder? Ein bisschen Schadenfresse ist okay. Aber nicht zu viel. Das ist gar nicht okay. Heilige Maria, okay. Am Ende einer Welle, das ist, glaube ich, cool. Max LP, Gegnertempo plus 8%. Oh Gott. Gegnertempo ist natürlich übel, ne? Probieren wir es, Leute. So, Welle 16. Ein bisschen mehr Damage wäre natürlich noch cool. Oder noch Waffen, um die Waffen abzugraden. So, das sind momentan meine Stats. 85 LP, sehr stark. Schaden 55%. Ja. Also 55. Kann vielleicht schon ein bisschen mehr sein. Aber so an sich bin ich mit dem Run hier schon sehr zufrieden. Aber wir müssen einfach mal gucken, ob wir damit auch durchkommen. Jetzt ist der Typ da natürlich übelst schnell. Das war's. Holy shit. Alter. Gut, dass ich Ausweichen so hoch hab. Okay, das hätte mir jetzt absolut alles kaputt gemacht. So. Fernkampfschaden erhöht. Uiuiui, das mit dem Gegner-Speed war eine schlechte Idee, glaube ich. Sowas kann man nehmen, wenn man selber Tempo echt stark hat, aber das sind wir halt nicht. Damage und links und rechts und mir fehlt der Speed und der Run. 10 Sekunden. Es ist immer so, Leute. Es ist immer so. Warum? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, Leute. Scheiße. Ich glaube, ich habe ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Aber das ist halt so. Danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Tipps in die Kommentare, los!